Fahrt's mal nach Neufahrn in Niederbayern, hieß es. Da findet ihr was Besonderes für euren Wohnungsbummel. Es ist nicht zu übersehen. Und nun sind wir da, bei Conny und Rudi Pritscher. Gibt's eine? So, da kann man auch reingehen. Sind Sie in Neufahrn eigentlich ein bisschen wie bunte Hunde mit Ihrem Haus? Ja, doch. Von den Fenstern her, von den bunten, die man außen sieht, ja. Manche meinen auch im Vorbeifahren oder im Vorbeigehen, das schaut aus wie ein Kindergarten. Was Besonderes ist der Eingang allemal. Gemalt und in Natura Mephisto, der Hauskater. Er ist es natürlich schon gewöhnt. Aber uns kommt es vor, als würde sich der Boden unter uns bewegen. Grot ist ja eigentlich überall. Und wenn ein Schwungwind drin ist, ist es einfach besser. Mhm. Das ist meine Meinung. Weil Conny hat da. Verzeihst du weiter, was wir uns so gedacht haben, beim G? Es ist auch interessant beim G, dass man ein bisschen das Gefühl hat, oh, das ist jetzt uneben, da muss man jetzt Obacht geben. Wo geht man denn? Das bewusst hinschauen. Überall Rundungen, Strukturen und Unebenheiten. Alles andere als perfekt. Alles, was ein Handwerker normalerweise vermeiden würde. Auch bei den Putzer haben wir das gehabt. Denen haben wir gesagt, krummbuckelt und schön muss es werden. Das waren drei Mann. Und einer davon hat gesagt, nein, da kann er nicht mitkommen, weil er kann nur gerade putzen. Das Runde ist auch viel weicher wie das scharfe Eck. Mhm. Da kommt wahrscheinlich da mit der Naturverbundenheit auch. Und die ist ja auch nicht gerade. Auch wenn die EU Gurken gerade haben möchte, so ungefähr. Aber mein Gott, jeder spinnt anders. Wenn es uns ein bisschen nachgemengt. Der Gärtner und die Altenpflegerin. Seit 10 Jahren sind sie ein Paar. Voriges Jahr haben sie geheiratet. Das Haus haben sie gemeinsam gebaut. Es ist so alt wie ihre Liebe. Jetzt haben wir im Wohnzimmer. Und mittendrin steht ein Baum. Wie kommt das denn? Ja, ganz einfach. Ein Balken hätte da eh hin müssen, weil da auf dem Querbalken liegt die Hauslast drum. Und statt einem Viereckerten wollte man mir eh was anderes. Und da ist uns der Kastanienstamm gerade richtig in den Weg gekommen. Er macht das Haus zu einem Baumhaus. Auf verschiedenen Ebenen wie auf Ästen tun sich neue Räume auf. Das Wohnzimmer lässt sich nicht mit einem Blick erfassen. Es lädt zum Erkunden ein. Na ja, es ist so ein kleines Zimmer zum Verstecken. Wird es auch genutzt? Ja. Wie? Zum Lesen sitze ich oft drin. Ist ganz kuschelig und gemütlich. Und ich kann jetzt da sitzen. Und der Rudi kann vorne sich unterhalten mit Besuch. Und Sie können auch ab und zu mal rausschauen. Klein. Genau, immer wieder schauen. Ja, was macht er denn noch? Ist er noch da? Ein 60 Quadratmeter großer Raum. Immer wieder überraschend und urgemütlich eingerichtet. Die Pritschers wissen wie. Es muss nichts Besonderes nicht sein. Wenn man schaut, da über einer, da ist einfach ein Hut als Lampenschirm zweckentfremdet worden. Sozusagen, man kann mit alles was machen. Und muss nicht unbedingt was im Lohn drin gekauft sein oder so. Ist vielleicht auch ein Grund, also wenn ich jetzt in ein Geschäft reingehe, da ist die Auswahl so groß und Vielfalt, dann gehe ich noch gleich wieder rückwärts aus und denke mir, da brauche ich nichts. Die Stühle geerbt, die Vitrine vom Wertstoffhof. So manches haben die beiden vor dem Wegwerfen gerettet. Wie den offenen Bogen, durch den wir vom Essplatz in die kleine Küche gehen. Und da hier hinten, die habe ich in meiner Junggesellenbude gehabt, die Küche. Das ist auch vom Heizungsbauer gemacht, das Gestell. Das sind Wasser- und Heizungsleitungsrohre. Griffe, bis ich gekauft hätte, habe ich mir gedacht, nehme ich da weite Korken her.
Weil wenn einer kaputt wird, den kannst du gleich wieder ersetzen. Und dabei sind die jetzt schon seit 15 Jahren und alle nur die Ersten. Also das ist total lustig. Reicht Ihnen denn der Platz und reicht Ihnen der Stauraum? Ja. Meistens hat man ja zu viel. Zu viel Stauraum, wo eine unnütze Sache steht. Und ich habe mal ein Sprichwort gehört, pro Kopf ein Topf. Es reicht. Im zweiten Stock das Schlafzimmer. Das Bett, das ist ganz schön niedrig, also ein bisschen wie ein Matratzenlager. Erinnert Sie das noch an jugendliche Zeiten? Na, das weniger. Ich finde, die Erdung ist einfach besser. Mhm. Und das Aufstehen? Wird zunehmend schwieriger. Also bei mir nicht, gell? Das niedrige Bett schützt sie auch vor Blicken von der Straße. Birkenleisten, unbehandelte Dämmplatten, urig wie auf einer Hütte, ohne Stromanschluss. Der Urgedanke war ja einmal, weil alles, der Elektrosmog, dass du wegen einen reinlichen Raum hast. Und ja, dann ab und zu möchtest du doch was lesen. Und nachher ist uns die Idee gekommen mit den Kopflampen. Oder? Und haut recht gut hin. Wo sind die eigentlich? Die hängen da über einer. Jetzt ist aufgeräumt, aber normal links neben die Betten. Aber wie es eben so ist, manchmal dauern Lösungen etwas länger. Wie im Bad der Pritschers. Da war ursprünglich, wollte man ein Telefonzellen als Duschkabine hernehmen und aus dem Hörer war das Wasser rausgekommen. Wir haben auch eine Telefonzelle, die steht jetzt unten im Garten, weil das Teil ist so sauschwer, jetzt tun wir es doch nicht auf. Und die optimale Lösung haben wir bis jetzt noch nicht gefunden. Jetzt ist dabei so. Eine englische wäre natürlich noch schöner gewesen, aber. Muss man finden, sowas. Ja, genau. Obwohl das Finden fällt Ihnen ja nicht schwer. Ja, ich hab schon eine schöne Ansammlung von Schrottsachen. Also, wir haben einen Klopapierrollen halt gebraucht, aber das ganz normale wollten wir auch nicht. Und wie gesagt, ich habe einen rechten Fundus aus Alteisensachen. Da braucht man schon einen rechten großen Fundus, gell? Ja, schon. Und ich habe kein Problem mit dem. Aber Conny, die sagt noch ab und zu ein bisschen viel ist. Ihr müsstet mehr wegbringen, als wie er zurückbringt. Da tat sie das so in der Waage halten. Aber das ist nicht so. Nein, ist umgekehrt. Wenn es nach Rudi Pritscher ginge, würde das Gelände um Haus und Gärtnerei viel intensiver genutzt. Und doch lagert der Großteil seiner Sammlung ganz hinten im Garten, außer Sichtweite. Also Herr Pritscher, hier lässt die Conny sie sich jetzt ausbreiten. So da ist liegen sie. Die Schätze. Ein Sammler erkennt eben die Schönheit dieser Dinge. Und sie sind auch immer noch zu etwas zu gebrauchen. Wenn ich da jetzt schnell schaue, da liegt vom Kaminkehrer. Oh. Seine Bürsten. Die kriegen einfach einen Eisenstiel ohne, hier hinten runter und dann ist das die Kaminblume. Da vorne wird noch ein farbiger Punkt hergemacht, einfach in den Garten reinstecken, so eine Zweier- oder Dreiergruppen, ist ganz was Schönes. Der Kommerz ist ja bei uns so, weil wenn ich heute ein Geschenk brauche, meine, du schenkst eine Weinflasche her, das ist halt nachher auch einfach und brauchst deinen Kopf auch nicht anstrengen. Und man macht selber nichts mehr, obwohl es eigentlich ganz leicht war. Ob es wirklich leicht war, weiß man aber erst hinterher. Das Personalklo war auch so ein Experiment. Das Klo hier ist so schön, da können wir fast drin wohnen. Wer hat denn das gemacht?
Ja, gemacht hab das ich. Angefangen habe ich in dem Eck und hab ewig gebraucht. Also wirklich ewig. Ich hab angefangen und jede Fliesen einzeln habe ich noch nachgeschliffen und so. Das hat irgendjemand gesagt, das muss man machen. Dann habe ich das gemacht und es ist nur so ein kleiner Teil übergewinn. Und wir haben dann ein Fest gehabt, wo wir dann eine Toilette gebraucht haben. Und der Rudi gesagt, Mensch, mach da keinen so einen Kopf nicht. Jetzt, du musst es einfach hinklatschen und dann ist fertig. Dann haben wir gedacht, ja, so mache ich das. Der Rudi, den sie alle den Rudi Radiesal nennen. Wie kommen Sie eigentlich zu Ihrem Spitznamen? Das kommt daher, weil ich Radiesel so gern mag. Zupfe ich aus, tue es mir einfach im Mund rein und isst es so. Können Sie sich eigentlich vorstellen, hier wieder auszuziehen? Nö, eigentlich nicht. Höchstens einmal, wenn wir einen Ruhestand machen. Gut, wir haben auch schon mal drüber geredet. Ein Zirkuswagen. Das hat uns auch gut gefallen als Wohnung. Also so groß braucht es nicht mehr sein. Wenn, dann nur wieder was, was uns individuell passen hat, wenn wir ausziehen würden. Aber einen direkten Grund haben wir nicht. Okay, es passt uns ganz gut, oder? Wie Conny und Rudi Pritscher wohnen, erinnert ein wenig an Gaudi, Hundertwasser oder die Villa Kunterbunt. Sie machen sich die Welt, wie sie ihnen gefällt. Bunte Hunde muss es geben, nicht nur in Neufahrn. Ohne sie wäre die Welt ein Stück trauriger.